Nachdem wir jetzt eigentlich das ganze Jahr wegen dem Blockadestreit um die Grundrente keine größeren sozialpolitischen Gesetzesinitiativen erlebt haben, haben Sie jetzt einen Herbst der Entscheidungen angekündigt. Und ich muss sagen, ich finde das gut. Die Frage ist allerdings auch, ob es die richtigen sein werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja in der Arbeitsmarktlage, dass die Wirtschaft leicht schrumpft, dass wir im August das erste Mal seit 6 Jahren saisonbereinigt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit erlebt haben. Und ja, das ist, Gott sei Dank, keine schwere Krise wie 2008, 2009. Aber es ist schon eine Veränderung der Lage und auch der Geschäftsgrundlage. Und immerhin ist es der Regierung ja so ernst, dass sie angekündigt hat, dem Gesetz, dem Parlament vorzuschlagen, die Krisenregelung bei der Kurzarbeit wie 2008, 2009 wieder einzuführen. Darüber kann man reden. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Minister, merken Sie nicht, dass das auch andere Vorhaben hinterfragen lassen sollte? Sie haben angekündigt, diesen Herbst eine Veränderung des Teilzeit- und Befristungsrechts vorzulegen. Also ausgerechnet, wenn der Arbeitsmarkt sich eintrübt, die Einstiegschancen für Menschen zu verschlechtern, die Flexibilität des Arbeitsmarkts zu reduzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das passt nicht zusammen. Entweder geht es dem Arbeitsmarkt gut, dann brauchen wir auch keine Krisenregelung in der Kurzarbeit. Oder es geht dem Arbeitsmarkt schlecht. Ja, dann sollten Sie aber sofort alles auf Eis legen, was Einstiegschancen von Menschen am Arbeitsmarkt reduziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Richtig wäre es hingegen, was gegen die Krise selber zu tun. Ja, ich wünsche mir Initiativen zum Beispiel für mehr Gründer. Oder, wenn man mit Blick auf die Ursachen schaut, warum nicht jetzt ein klares Signal pro Freihandel? Wann ratifizieren Sie endlich CETA, das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen? Warum treibt die Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium nicht gerade jetzt Freihandelsabkommen zum Beispiel mit den ASEAN-Staaten voran? Das wären die Signale in weltwirtschaftlich schwieriger Lage, die wir jetzt bräuchten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich heißt das auch, dass wir nach 10 Jahren Aufschwung, 10 Jahren sinkender Arbeitslosigkeit heute konstatieren müssen, dass Sie diese lange Zeit nicht genutzt haben, um endlich einmal wichtige Zukunftsreformen in guten Zeiten voranzutreiben. Das ist doch ein Armutszeugnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber umso mehr notwendig, diese Modernisierungsschübe jetzt anzugehen und Lust auf Zukunft zu machen. Insofern freuen wir uns auf Initiativen zur Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes. Und freuen wir uns, da allerdings muss ich eher die Ministerien Wirtschaft und Bildung kritisieren, als den Arbeitsminister Heil, endlich auf eine nationale Weiterbildungsstrategie, die diesen Namen auch verdient. Da dürfen wir nämlich nicht bei der Bundesagentur für Arbeit stehen bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür wäre jetzt die Zeit. Aber das zweite Thema, über das ich kurz reden will, ist natürlich auch die Rente. Denn in der Tat, nachdem Sie im letzten Jahr Geld ausgegeben haben, als gäbe es keinen Morgen, hier in Einträchtigkeit Mehrkosten von alleine 250 Millionen Euro bis 2030 produziert haben, die Rentenformel zulasten der Jungen manipuliert haben, also in jeder Hinsicht eine zukunftsvergessene Politik gemacht haben, stellen Sie sich dieses Jahr wenigstens endlich der richtigen Frage. Nämlich, wie können wir, lieber Kollege Hermann Gröhe, zielgenau etwas gegen Altersarmut unternehmen? Nur, wir haben doch gestern wieder schwarz auf weiß erlebt, lieber Kollege Hubertus Heil, dass für diese wichtige Frage das Grundrentenmodell, was gerade diskutiert wird, leider ein sehr schlechter Vorschlag ist. Sie geben das Geld mit der Gießkanne aus und das wirklich in krasser Art und Weise. Die Süddeutsche Zeitung, nicht das Handelsblatt, nicht die FAZ, die Süddeutsche Zeitung titelt dazu heute, das wäre mit der Zielgenauigkeit eines Rasensprengers. Das kann ja nur von Alexander und Hagen. Nein, das kommt nicht. Und man kann, darf, ich will das auch mal visualisieren, weil ich glaube, dass das wirklich sag mal, eine schöne Notwendigkeit ist, weil Sie viel zu gut noch damit durchkommen in der öffentlichen Debatte. Wir haben jetzt dreimal Zahlen erlebt, wie genau oder ungenau Ihr Grundrentenmodell ist. Ihre eigenen Zahlen, lieber Herr Minister, lieber Hubertus Heil, wenn man mal vergleicht die Modelle mit Bedarfsprüfung, die Sie im Bund-Länder-Sozialdialog durchgerechnet haben, und die, das Modell, was Sie jetzt vorgelegt haben, dann kommt man zu den Zahlen, dass 97% der Empfänger gar nicht von Altersarmut betroffen würden. 97%! In den letzten Tagen im August haben wir dann vom IW eine Studie bekommen, die festlegen, dass wir 80% ihres Grundrentenmodells an den konkret von Altersarmut Betroffenen vorbeigehen. Und gestern das DIW, das ist ja nun wirklich kein SPD-fernes Institut, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass langfristig 90% der Empfänger bei ihrem Modell gar nicht von zu wenig Geld im Alter betroffen sind. Das ist ein krass ungenaues Modell, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deshalb ist es ein schlechter Vorschlag.
Und damit geben Sie Geld aus und haben zu wenig zur Verfügung, um denjenigen zu helfen, die eben gerade auch unsere Unterstützung brauchen. Nämlich all diejenigen, die 34 Jahre und 11 Monate oder weniger Versicherungszeit haben, aber im Alter auch zu wenig Geld. Und für die müssten wir jetzt hier genau was tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Schöne ist, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, das Schöne ist, das DIW hat auch unterstrichen, dass es anders geht. Die unterstreichen nämlich voll unseren Ansatz bei der Basisrente, die deutlich macht als Modell, man kann dafür sorgen, dass jeder, der gearbeitet und eingezahlt hat, im Alter mehr hat als die Grundsicherung und mehr als die, die das nicht getan haben. Und man kann auch dafür sorgen, dass diese Menschen im Alter nicht aufs Sozialamt gehen müssen. Ein modernes, zielgenaues Modell ist möglich. Und wir hoffen, dass Sie das diesen Herbst noch vorlegen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.